Drei Menschen in der Bibel, die nie gestorben sind. Nummer 1, Elijah. Stellen Sie sich eine Zeit des Aufruhrs und der Herausforderungen vor, eine Zeit, in der Wahrheit und Glaube auf die Probe gestellt wurden. Inmitten all dessen taucht eine legendäre Figur auf, Elia. Es war nicht nur eine schwierige Zeit in Israel, es war eine der schlimmsten Zeiten in der Geschichte dieser Menschen. Und wer hatte das Sagen? Ahab, ein König, der als einer der schlimmsten in Erinnerung bleiben würde. Aber in der Dunkelheit dieser Zeit leuchtete ein Licht der Hoffnung und des Mutes. Elia, ein Tischbieter aus Gilead in der Region Transjordanien. Elia, ein ungewöhnlicher und außergewöhnlicher Prophet, zeichnete sich nicht nur durch seine Taten und Wunder aus, sondern sein Leben war auch so voller Wunder, dass die Chroniken der Könige Israels ihm riesige Schriftrollen widmeten, die sogar viele der Monarchen übertrafen. Dieser einzigartige Mann hatte im Gegensatz zu anderen Propheten kein besonderes Buch zu seinen Ehren, aber sein Ruhm erreichte seinen Höhepunkt auf dem Berg Karmel, wo er den Baalspropheten in einer beeindruckenden Demonstration seines Glaubens und der damit einhergehenden göttlichen Macht gegenübertrat. In diesem epischen Moment erwies sich Elia nicht nur als unfehlbarer Verteidiger der Wahrheit, sondern auch als Symbol des Mutes und des Glaubens und stellte sogar König Ahab in den Schatten, dessen Herrschaft von Götzendienst und Ungehorsam gegenüber dem göttlichen Willen geprägt war. In diesem Zusammenhang litt Israel unter dem Joch einer fehlerhaften und korrupten Regierung, aber Elia verkörperte etwas völlig anderes. Er hatte keinerlei Bezug zu den politischen Verschwörungen und dem Einfluss der königlichen Familie. Seine Stärke lag in seiner Fähigkeit, angesichts der irdischen Macht unerschütterlich zu bleiben und sich niemals verführen oder korrumpieren zu lassen. Seine Kühnheit bei der Verteidigung der Wahrheit war unbezwingbar, egal wer die Macht innehatte. Elia symbolisierte ein Königreich unterschiedlicher Werte und Prinzipien. Ein Königreich, das nicht von Menschen, sondern von unzerbrechlichem Glauben regiert wurde. Elijah bewahrte trotz seiner unglaublichen, heldenhaften und fast unglaublichen Abenteuer ein demütiges Herz. Er war jedoch dabei, all dies zu überwinden, da er dem Tod selbst entkommen wollte. Elias unsterbliches Match brachte ihn in eine seltene Kategorie von Matches, die der Sterblichkeit trotzen. Obwohl uns nicht offenbart wird, wann oder wie Gott dieses Kunststück vollbrachte, geht aus dem Kontext hervor, in dem er Elia von seiner bevorstehenden Himmelfahrt mitteilte. Gott teilte diese Nachricht auch den Söhnen der Propheten und Elisa mit, dem engen Freund und auserwählten Nachfolger des ehrwürdigen Propheten, wie in 2 Könige, Kapitel 1 bis 12, aufgezeichnet. An diesem bedeutenden Tag, als der Herr Elia in einem Wirbelsturm in den Himmel holen wollte, waren Elia und Elisa auf dem Weg nach Gilgal. Es war Elias letzter Tag auf der Erde. Ein Tag, der von der göttlichen Verheißung geprägt war, dass er in einem Wirbelsturm fortgetragen werden würde. Das hier verwendete hebräische Wort für Wirbelwind kann gleichermaßen mit Böe oder Windmoment in allumfassender Bewegung übersetzt werden. Stellen Sie sich den Moment vor, in dem Elia von der Erde in die Gegenwart Gottes entführt würde. Gott offenbarte Elia nicht nur, dass dies geschehen würde, sondern zeigte auch den Ort an, an dem dieses außergewöhnliche Ereignis stattfinden würde. Dies wirft ein klares Licht darauf, warum Elia an die Ufer des Jordan eilte. Elias Reise stand kurz vor ihrem Höhepunkt, einem Moment, der als göttlicher Übergang epischen Ausmaßes in die Geschichte der Heiligen Schrift eingehen würde. Stellen Sie sich vor, wie sich diese Szene vor unseren Augen abspielt, wie sie in 2 Könige, Kapitel 2, Verse 2 bis 6 in der Amplified Bible aufgezeichnet ist. Elia wandte sich mit ruhiger Stimme an Elisa und sagte: Bitte, mein Freund, bleib hier, denn der Herr ruft mich nach Bethel. Elisa antwortete jedoch fest und unerschütterlich: So wahr der Herr lebt und so gut meine Seele lebt, ich werde dich nicht im Stich lassen. Und so machten sie sich gemeinsam auf den Weg nach Bethel.
Während sie gingen, näherten sich die in der Stadt lebenden Prophetensöhne Elisa und prophezeiten ihm die baldige Trennung von ihrem Herrn. Elisa, der sich des göttlichen Plans bewusst war, antwortete mit entschlossener Zuversicht: Ja, ich verstehe. Lasst alle zu dieser Angelegenheit schweigen. Elia richtete erneut die gleiche Bitte an Elisa, wobei er dieses Mal Jericho als sein vom Herrn bestimmtes Ziel angab. Und wie zuvor bekräftigte Elisa seine Hingabe an den Herrn und seinen Meister und erklärte: So wahr der Herr lebt und so gut meine eigene Seele lebt, werde ich dich nicht verlassen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg nach Jericho, wo die Söhne der Propheten Elisa noch einmal die göttliche Vorhersage mitteilten. Und wie zuvor antwortete Elisa selbstbewusst: Ja, ich verstehe. Lasst alle zu dieser Angelegenheit schweigen. Schließlich führte Elia ihn zum Wasser des Jordan, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Aber wie schon bei früheren Gelegenheiten gab Elisa in seinem Engagement und seiner Loyalität nicht nach und erklärte entschieden: So wahr der Herr lebt und so gut meine eigene Seele lebt, werde ich dich nicht im Stich lassen. Und so machten sich diese beiden Männer mit unerschütterlichem Glauben gemeinsam auf den Weg. Die Söhne der Propheten wiederholten dieselbe Vorhersage sowohl in Bethel als auch in Jericho und fragten Elisa, ob er wisse, dass der Herr an diesem Tag ihren Herrn nehmen würde. Und mit der gleichen ruhigen Zuversicht antwortete Elisa: Ja, ich verstehe. Jetzt lasst alle schweigen. Es war ein transzendentaler und göttlicher Moment, ein Meilenstein in der heiligen Geschichte, der unmittelbar bevorstand. Gilgal, der Ausgangspunkt. Nach der Erzählung von Josua 4 war Gilgal der Ort, an dem die Kinder Israels lagerten, nachdem sie den Jordan in Richtung Kanaan überquert hatten. Dies war eine Zeit, in der sie sich sicher und geborgen fühlten, kurz bevor sie mit der Invasion feindlichen Territoriums begannen. Es ist interessant festzustellen, dass Gilgal auch den Ausgangspunkt für Elias letzte Reise markierte. Elias nächster Halt war Bethel, ein Ort tiefer spiritueller Verbundenheit und Gebete. Bethel, was das Haus Gottes bedeutet, stellte einen Ort dar, an dem die göttliche Gegenwart spürbar war. Schließlich machte sich Elia auf den Weg zum Jordan, einem Ort, der nicht nur mit dem physischen Tod, sondern auch mit dem Verzicht auf sein eigenes irdisches Leben verbunden ist. Elisa, sein treuer Schüler, bestand darauf, ihn auf dieser Reise zu begleiten. Von Gilgal aus schien Elias zu versuchen, sich von Elisa zu distanzieren, aber die eigentliche Absicht bestand darin, seinen engen Gefährten und zukünftigen Nachfolger auf die Probe zu stellen. Elishas Weigerung aufzugeben spiegelt die Tiefe seines Engagements und seines Verständnisses wider, dass er dazu bestimmt war, den Mantel Elias zu übernehmen. Als diese beiden Männer die Ufer des Jordan erreichten, veränderte sich die Szene abrupt und bereitete die Bühne für ein wundersames Ereignis, das für immer aufgezeichnet werden wird, wie in 2 Könige, Kapitel 2, Verse 7 bis 10, in der Amplified Bible beschrieben. 50 Jünger der Propheten schlossen sich ihnen an und beobachteten die Szene andächtig aus der Ferne. Elia und Elisa blieben in der Nähe des Jordan. Mit göttlicher Entschlossenheit nahm Elia seinen Umhang, rollte ihn zusammen und schwang ihn voller Autorität über das Wasser. Wie durch ein Wunder teilte sich das Wasser, teilte sich links und rechts und gab einen trockenen Weg frei, der es beiden ermöglichte, den Fluss auf festem Boden zu überqueren. Nach diesem bemerkenswerten Ereignis wandte sich Elia an Elisa und sprach diese kraftvollen Worte: Frag, mein Freund, was ich für dich tun kann, bevor ich von dieser irdischen Reise genommen werde. Mit Demut und aufrichtiger Hingabe antwortete Elisa: Bitte erlaube, dass ein doppelter Teil deines Geistes auf mir ruht. Elijah, der sich der Größe dieser Bitte bewusst war, erkannte die Schwierigkeit der Bitte und antwortete: Du hast um etwas von großer Wichtigkeit gebeten. Wenn du mich jedoch beobachtest, wenn ich von der Erde gehoben werde, wird deiner Bitte stattgegeben, aber wenn nicht, wird es nicht so sein.
Dieses Ereignis erinnert an das Wunder, das Jahrhunderte zuvor geschah, als Gott auf göttliche Weise das Rote Meer öffnete und Moses und den Kindern Israels erlaubte, an Land zu gelangen. In diesem Moment teilten sich die Wasser des Jordans und ermöglichten Elia und Elisa eine wundersame Überquerung. Dann wandte sich Elia an seinen treuen Freund und fragte: Wie kann ich dich segnen, bevor ich gehe, bevor der Herr mich von dieser Erde entreißt? 2 Könige 2,11, Amplified Bible. Während sie weiterredeten, siehe, da erschien plötzlich ein Feuerwagen mit Pferden aus Feuer und trennte die beiden, und Elia stieg in einem Wirbelsturm in den Himmel auf. Das ist fantastisch. Sie gingen zusammen und unterhielten sich. Elia predigte oder prophezeite zu dieser Zeit nicht. Es waren nur 2 enge Freunde, die spazieren gingen und redeten. Es muss ein fantastischer Moment gewesen sein. Ein Feuerwagen und Feuerpferde erschienen und Elia stieg in einem Wirbelsturm in den Himmel auf. Die Bibel sagt es so. Er stieg in einem Wirbelsturm in einem Augenblick in den Himmel auf. 2 Könige 2:12-15, Amplified Bible. Elisa sah es und schrie: mein Vater, der Streitwagen Israels und seine Reiter. Und er sah Elia nicht mehr. Dann nahm er seine eigene Kleidung und riss sie als Zeichen seiner Trauer in 2 Stücke. Er hob Elias Mantel auf, der heruntergefallen war, ging zurück und stellte sich am Ufer des Jordan auf. Er hob Elias Mantel auf, der von ihm gefallen war, schlug ins Wasser und sagte: Wo ist der Herr, der Gott Elias? Und als Elisa mit Elias Umhang auch das Wasser des Jordans berührte, teilte sich das Wasser auf die gleiche Weise, so dass Elisa ihn überqueren konnte. Die Söhne der Propheten, die von der anderen Seite der Stadt Jericho aus zusahen, waren Zeugen dieses bemerkenswerten Ereignisses und verkündeten: Der Geist Elias ruht auf Elisa. Mit tiefem Respekt näherten sie sich Elisa, warfen sich vor ihm nieder und verneigten sich demütig zu Boden. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass im göttlichen Plan nichts verloren geht. Wenn ein Mann oder eine Frau Gottes geht, bedeutet das nicht das Ende, sondern den Beginn eines neuen Kapitels in der Glaubensgeschichte. Elisa ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür und dient als Zeugnis für die Treue Gottes, der immer einen Plan hat. Betrachten wir Folgendes: Gott erweckt immer Menschen in jedem Zeitalter, um sein Werk über alle Zeitalter hinweg fortzusetzen. Er ist nie ratlos oder ohne Ressourcen, wenn eine wichtige Persönlichkeit ihn verlässt. Unser Schöpfergott ist allmächtig und ewig und sein Werk geht ununterbrochen weiter. Nach einem kurzen Moment der Überraschung und Bewunderung verstand Elisa schnell seine Verantwortung. Er nahm Elias Mantel, erinnerte sich an die Worte des Propheten und überquerte den Jordan. Er übernahm die ihm anvertraute Macht und Berufung und begann so seinen eigenen prophetischen Dienst. Gottes Plan blieb unerschütterlich. Als Elia ging, nahm Elisa seinen Platz ein. Es erinnert uns daran, dass die göttliche Vorsehung sein Volk auch in Zeiten des Übergangs und der Veränderung weiterhin leitet und erhält. Betrachten wir nun ein weiteres bemerkenswertes Beispiel: Henoch. Die erste Erwähnung Henochs findet sich in Genesis, Kapitel 5. Obwohl es einen Henoch gab, der Sohn Kains war, ist der in Genesis 5, Vers 21 erwähnte Henoch eine besondere Figur, die es wert ist, dass wir sie studieren. Als Henoch 65 Jahre alt war, wurde er der Vater von Methusalem. Aus unserem biblischen Verständnis wissen wir, dass sein Sohn Methusalem der älteste lebende Mann war, wie in der Heiligen Schrift erwähnt. Wenn wir die Genealogie in der Bibel studieren, entdecken wir, dass Henoch der Urgroßvater Noahs war. Judas 14 berichtet in der Amplified Bible, dass Henoch in der 7. Generation nach Adam über dieses Volk prophezeite und sagte: Schau, der Herr ist mit unzähligen seinen Heiligen gekommen. Judas erklärt, dass Henoch vor dem bevorstehenden Gericht des Herrn über sie gewarnt habe. Henoch war ein Mann, der mit Gott inmitten des moralischen Verfalls in Noahs Tagen wandelte und vom bevorstehenden Gericht zu einer Zeit sprach, als die meisten seiner Zeitgenossen nur Aufzeichnungen über seine Geburt und die Kinder hatten, die er ebenfalls zur Welt brachte.
Enoch erscheint wie ein Hauch frischer Luft. Er wurde wie andere vorgestellt, aber seine Aussage ist überzeugend. Seine Beschreibung ist kurz, aber aussagekräftig und tiefgründig. Dies deutet darauf hin, dass ihn etwas an seinem reinen Wandel mit Gott veränderte. Sein Leben diente vielen Menschen verschiedener Generationen als Vorbild. Diese inspirierende Geschichte lehrt uns, unser Leben mit Blick auf ein göttliches Publikum zu leben und leidenschaftlich nach inniger Gemeinschaft und einer tiefen Beziehung mit Gott zu suchen. Dabei erleben wir Gott in einer völlig neuen Dimension. Im Buch Genesis, Kapitel 5, Verse 18 bis 24, in der Amplified Bible finden wir die Erzählung von Henoch, einem Mann, der unablässig die Gegenwart Gottes suchte. Als Jared 162 Jahre alt war, wurde er der Vater Henochs. Jared lebte 800 Jahre nach Henochs Geburt und zeugte weitere Söhne und Töchter. Insgesamt lebte Jared 900 Jahre vor seinem Tod. Als Henoch 65 Jahre alt war, wurde er der Vater von Methusalem. Henoch beschloss, nach der Geburt Methusalems 300 Jahre lang in ständiger Gemeinschaft mit Gott zu leben und zeugte auch andere Söhne und Töchter. Am Ende seiner irdischen Reise betrug die Lebenszeit Henochs insgesamt 365 Jahre. Doch in tiefer Ehrfurcht und Gehorsam wandelte Henoch mit Gott und war, was einzigartig ist, nicht unter Menschen anzutreffen, denn Gott nahm ihn mit und hieß ihn in seiner Gegenwart willkommen. Henochs Entrückung wird oft als das erste dokumentierte Ereignis dieser Art in der Bibel angesehen, bei dem Gott ihn einfach mitnahm. Vielleicht war die Gemeinschaft zwischen Henoch und Gott so tief, dass die göttliche Präsenz ihn umhüllte und ihn über diese irdische Realität hinaus transportierte. Auch der Hebräerbrief zeugt von diesen Männern und Frauen, deren die Welt nicht würdig war. Hebräer 11, Vers 5 und 6 in der Amplified Bible verkündet, durch den Glauben wurde Henoch, Gott wohlgefällig, entrückt und in den Himmel aufgenommen, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn genommen hatte. Denn bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, erhielt er das Zeugnis, dass er Gott gefällt. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer sich ihm nähert, muss glauben, dass er existiert und dass er diejenigen, die ihn suchen, mit Aufrichtigkeit und Fleiß belohnt. Henochs Geschichte ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass tiefer Glaube und die ständige Suche nach Gemeinschaft mit Gott uns zu außergewöhnlichen spirituellen Dimensionen erheben können, in denen Gott selbst sich auf besondere Weise in unserem Leben manifestiert. Es ist wirklich tröstlich zu wissen, dass Gott sich immer ausreichend und großzügig auf seine Kinder vorbereitet, sich zärtlich um uns kümmert und uns auf wundersame Weise gedeihen lässt. 2 Chroniken 16, 9 in der Amplified Bible sagen, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde und suchen nach Menschen, deren Herz ganz ihm gehört, damit er sie stärke. Du hast in dieser Situation töricht gehandelt, und aus diesem Grund hast du töricht gehandelt. Von nun an werden sie mit Kriegen konfrontiert sein. Diese Worte erinnern uns daran, dass Gott die Welt sorgfältig auf diejenigen achtet, die ihn von ganzem Herzen lieben, bereit, sie auf ihren Reisen zu stärken. Obwohl er uns für unser Wachstum reichlich segnet, wünscht er sich in Wirklichkeit eine aufrichtige und bescheidene Antwort auf seine Liebe, die er uns schenkt. Wir leben in einer Zeit, die bereits gekommen ist, in der wahre Anbeter den Vater im Geiste mit aufrichtigem Herzen und in Wahrheit anbeten, wie uns Johannes 4, 23 bis 24 lehrt. Gott als Geist und Quelle des Lebens sucht diejenigen, die ihn mit Aufrichtigkeit und Glauben im Herzen anbeten, auch wenn er für das menschliche Auge unsichtbar ist. Gott ist ständig auf der Suche nach treuen und engagierten Samen, die ihr Leben ganz ihm hingeben. Es sind diese Menschen, die in Gottes Händen zu Werkzeugen werden, um seine Herrlichkeit zu manifestieren. Der Heiligen Schrift zufolge teilte Henoch nicht das gemeinsame Schicksal des physischen Todes, das Adam und seine Nachkommen betraf. Dieses Schicksal blieb ihm in einzigartiger Weise erspart.
Henoch wird im Neuen Testament oft als Beispiel für die Entrückung angeführt und erinnert uns daran, dass es für diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, eine garantierte endgültige Erlösung gibt. Obwohl die meisten Gläubigen den physischen Tod erleben, weckt Henochs Beispiel in uns die Hoffnung, dass am Ende alle über den Tod triumphieren und verwandelt und in die ewige Gegenwart Gottes erhoben werden. Die dritte Überlegung betrifft die Rolle der Christen in der Endzeit. Wir betreten nun das Reich der aufgezeichneten biblischen Prophezeiungen, von denen viele noch nicht erfüllt sind, da der genaue Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu unbekannt ist. Obwohl viele, wenn nicht alle von uns, mit der Erfahrung des physischen Todes konfrontiert sind, werden Christen in den letzten Tagen ein Ereignis erleben, das Entrückung genannt wird. Es ist wichtig hervorzuheben, dass gemäß Thessalonicher 4, 13 bis 18 sowohl verstorbene als auch noch lebende Christen gemeinsam an diesem außergewöhnlichen Ereignis teilnehmen werden.